Das Logo von World Central Kitchen ist noch deutlich zu erkennen. Die Helfer waren mit Lebensmitteln für die Bevölkerung auf dem Weg nach Rafah. Obwohl der Transport angemeldet war, wurden sie von der israelischen Luftwaffe getroffen. Ein Augenzeuge berichtet. Ich lebe in den Zelten da drüben und plötzlich der Angriff. Die ausgebrannten Fahrzeuge sind gepanzert, also ist es offensichtlich, dass sie Ausländern gehören. Wir rannten los, um sie zu evakuieren. Was soll ich sagen? Gott möge sie segnen, wer auch immer sie waren. Wenig später bestätigte die Hilfsorganisation den Tod ihres internationalen Teams. Eine von ihnen, die 44-jährige Australierin Somi Frankham, hier in einem Ende März veröffentlichten Video in einem Essenszelt in Gaza. Ihr Tod löste international Bestürzung aus. Israels Ministerpräsident Netanyahu räumte die Verantwortung für den Angriff ein. Leider gab es in den letzten Tagen einen tragischen Vorfall, bei dem unsere Streitkräfte unschuldige Menschen im Gazastreifen unbeabsichtigt getroffen haben. So etwas kommt im Krieg vor. Wir prüfen dies gründlich. Wir werden alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. World Central Kitchen zieht bereits Konsequenzen. Die Arbeit im Kriegsgebiet wird eingestellt, Hilfsschiffe kehren um und mit ihnen etwa 240 Tonnen Hilfsgüter, die noch nicht verteilt wurden. Derweil wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts. Irans Staatsoberhaupt Khamenei macht Israel für den gestrigen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Bei der Attacke waren Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Und live aus Tel Aviv zugeschaltet unser Korrespondent Christian Limpert. Christian, Netanyahu räumt diesen tragischen Fehler des israelischen Militärs ein. Hat so ein Eingeständnis denn irgendwelche Folgen? Nein, davon ist nicht auszugehen. Netanyahu hat angekündigt, eine Untersuchung des Falles auf höchster Ebene. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass es da unmittelbare oder langfristige Konsequenzen gibt. Man muss sehen, es ist heute der erste Vorfall oder der erste Beschuss mit internationalen Todesopfern, wenn man so will. Aber es gab in den vergangenen Wochen immer wieder auch Vorfälle, wo israelisches Militär auf Hilfskonvois zum Beispiel geschossen hat. Die Vereinten Nationen haben mehrmals gesagt, dass Israel Hunger als Kriegswaffe einsetzt. Also die Kritik war in den letzten Wochen schon massiv. Und am Abend meldet das israelische Militär, dass es auch erneut Luftangriffe im Gazastreifen geflogen hat. Ja, Christian, heißt das auch, Israel bleibt nach jetzigem Stand beim geplanten Sturm auf Rafah? Es gab hier gestern ein Online-Treffen zwischen Israel und den Amerikanern und Israel hat heute gesagt, man werde die Bedenken der Amerikaner noch einmal sozusagen berücksichtigen. Aber Netanyahu hat vor diesem Treffen klargemacht, das erklärte Kriegsziel bleibt die Zerschlagung der Hamas. Dazu gehören eben auch die Bataillone, die noch in Rafah sich befinden sollen. Gleichzeitig bleiben eben die Bedenken der Amerikaner. Die sehen kein gutes Konzept, wie man diese 1,5 Millionen Menschen von dort sicher evakuieren möchte. Und sie sehen auch ein großes Versagen der israelischen Politik im Kampf gegen die Hamas generell, mit dem Argument, dass es auch in den Gebieten, in denen Israel eben die Kontrolle hat, nach wie vor nicht gelingt, zum Beispiel sicher humanitäre Hilfe an die Menschen zu bringen. Ja, Christian, noch mal kurz zurück zum Angriff auf die Helfer. Wenn sich die Hilfsorganisation zurückzieht nach diesem Angriff, was bedeutet das für die Zivilisten im Gazastreifen? Nun, es ist zunächst mal World Central Kitchen, die heute gesagt haben, sie stellen die Hilfe erstmal ein. Das heißt, wir reden von 340.000 Mahlzeiten am Tag, nach Angaben der Hilfsorganisation, die nun fehlen. Drei Schiffe, die vor Zypern bereitlagen, vor Gaza bereitlagen, haben abgedreht mit 240 Tonnen Hilfsgütern an Bord. Das heißt, die Lage, die katastrophal ist, bleibt katastrophal. Die Menschen sind verzweifelt, denn die Hilfslieferungen aus der Luft, die reichen bei weitem nicht. Und nach wie vor ist Israel nicht bereit, in großem Umfang Hilfslieferungen über die Grenzen in den Gazastreifen zu lassen. Ja, das berichtet uns live aus Tel Aviv Christian Limpert. Dankeschön.